Hallo und willkommen zurück bei Factorio. So, für mich war jetzt hier eine längere Pause, weil ich verhindert war und konnte nichts Neues aufnehmen. Aber jetzt freue ich mich, dass ich endlich weiterspielen kann, weil das macht einfach riesig Spaß und es gibt noch jede Menge zu tun bei unserem großen Umbauprojekt. Und zwar schauen wir mal schnell, wie weit wir so sind. Und wann wir denn vielleicht anfangen können, unser altes Setup abzureißen oder zu recyceln. Ich glaube, wir waren so weit, dass wir hier auf jeden Fall den Schwefel produzieren und damit die Batterien. Genau, weil die Batterien brauchten Schwefelsäure. Jetzt ist mir allerdings noch eingefallen, wir haben ja hier hinten bei der Erdölgeschichte produzieren wir zwar durch das, ich sag mal, bessere Rezept schon mehr Petroleumgas als die anderen beiden, aber wir können das trotzdem noch weiter verwerten, weil es gibt ja noch die Rezepte Schweröl zweimal in Leichtöl und das Leichte in Petroleumgas umzuwandeln. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Schmiermittel für spätere Produkte. Von daher würde ich gerne zunächst das Schmiermittelzeug machen. Als quasi nächste Station. Schmiermittel braucht einfach nur Schweröl. Das ist dann relativ einfach. Gut, jetzt sind wir hier allerdings sehr eingeschränkt mit diesem ollen Wald. Da müssen wir dann tatsächlich ein bisschen Bäume abreißen und so, um hier den Platz zu haben für das nächste. So, wie immer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei. Das heißt, hier ist die Anlieferung vom Schweröl. Da können wir glatt schon mal, brauchen wir Rohrstücke. Hatten wir schon eine Rohrstückproduktion aufgesetzt? Ich meine ja, genau. So, schnappen wir uns gar keinen Platz dafür. Dabei brauchen wir sicherlich auch, davon haben wir noch einen ganzen Haufen. Diesen Schmelzofen. Ich muss irgendwie Materialien loswerden. Und zwar bauen wir nichts. Wir haben noch hier diese Holzkiste und die nehmen wir jetzt einfach als Mülleimer. Das Holz kann rüber, aber nicht alles. Ein Stack nehmen wir wieder mit. Das brauchen wir nicht alles, dann nehmen wir auch nur einen Stack mit. Das brauchen wir gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir so viel Schwefel gerade brauchen und so viele Maschinen. Gut, aber Eisenplatten, Eisenplatten. Da müssen wir weiter nach vorne. Aber das gefällt mir sehr gut, dass wir hier richtig viele von diesen schnellen Fließbändern inzwischen haben. Brauchen wir von denen auch noch welche? Ich glaube ja. So. Eisenplatten klauen wir uns hier. So, sollte erstmal kurzfristig reichen, um hier ein paar unterirdische Rohre zu produzieren. Schauen wir mal schnell. Schweröl müssen wir eh hier weiter fortführen.
Das brauchen wir nämlich jetzt da ganz hinten. So, wie weit kommen wir da? Weg mit dem Baum. Weg mit dem Baum. Bis hierhin. Und wir haben gesagt, wir brauchen es hier oben und wir müssen es umwandeln natürlich in einer Chemiefabrik. Unsere Schmiermittel. Da ist sie schon fertig. Wie haben wir das denn hier mal mit diesen Fabriken? Pauschal würde ich sagen, unser Werkzeug ist kaputt. Das dauert ja Ewigkeiten. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir brauchen ein neues Werkzeug. Oh. Nehmen wir doch mal hier die Stahlspitzhacke. So. Pauschal, irgendwo muss das Ding hier hin. Wir müssen uns noch um den Abtransport des Schmiermittels kümmern. Das ist dann auf dieser Höhe. Wieso mache ich das eigentlich so kompliziert? Weil wir das immer so machen. So. Da kommt es raus und geht dort in die weite Welt. Wir möchten hier produzieren Schmiermittel und brauchen dazu noch das Schweröl. Und da müssen wir uns jetzt mal eben hier durch den Wald kämpfen. Naja, passt sogar von der Höhe, wunderbar. Na, es wird nicht ganz so runterpassen. So, was passt denn da nicht? Das hier ist nicht in Ordnung. Das muss irgendwie auf einer anderen Höhe, ich würde sagen. So. Damit liegt das Schweröl an. Jetzt brauchen wir noch Strom. Strom hatten wir immer auf dieser Höhe. Gut, und das Schmiermittel wird produziert. Was fehlt? Natürlich ein Tank. Das heißt, wir müssen hier so ein Konstrukt wie hier bauen. Einfach noch einen Tank dran flanschen. Das wird relativ einfach. Da muss nur noch der Baum weg. Eieiei. So viel Gestrüpp. Jetzt habe ich, glaube ich, aus Versehen hier irgendwie was abgerissen, was ich nicht hätte abreißen sollen, nämlich den da. Gut, der Schmiermitteltank wird gefüllt und damit hätten wir das Problem auch erledigt. Schauen wir weiter. Diese Geschichte hier würde ich ja irgendwo gerne auch aufbauen, aber die möchte ich vielleicht nicht so weit hinten haben, sondern eher hier irgendwo. Vielleicht hier zwischen. Das ist eigentlich noch ganz akzeptabel. Passt zwar nicht ganz in unser Muster hier, aber ein paar Kompromisse müssen wir jetzt am Anfang machen. Das heißt, wir brauchen zwei Chemiefabriken.
werden die wo platzieren wir sie am besten hin? Ich glaube, hier ist ganz okay. Die ist eigentlich auch zu weit oben. Die müsste quasi hier sitzen. Aber nicht weiter schlimm. Okay, bauen wir sie hier hin, weil es so schön ist. Damit wir auch ein bisschen Platz haben noch für Strom. Vielleicht da in die Mitte. Und wir schließen uns, wo schließen wir uns an? Hier erstmal. So, hier möchten wir das produzieren. Und hier möchten wir das produzieren. Das heißt, wir brauchen immer mal Wasser. Dann kommt das da raus. Das ist natürlich auch blöd, dass das dann wieder zurück muss. Aber eigentlich muss das Ergebnis hier hinten rein. Eigentlich müsste das korrekterweise irgendwo hier oben hin oder hier zwischen. Gefällt mir ja gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich muss da mal kurz drüber nachdenken, wie ich das am besten mache. Weil ich wollte eigentlich hier irgendwann so eine Pumpe reinbauen, dass einfach genug Druck da ist auf dem Leitungssystem, aber da muss ich die vielleicht etwas weiter hinten einbauen. Ja gut, lassen wir es so. Wasser. Wir brauchen Wasser. Wasser kriegen wir hier unten. Und zwar kriegen wir das hier sogar problemlos, indem wir das einfach hier anschließen. Wasser. Wasser. Und wir brauchen mehr Wasser. Nämlich schon wieder keine von diesen unterirdischen Rohrdingern da. Das ist echt die Pest, wie viel die verbraucht werden. So, und wir brauchen natürlich davon. Davon etwas. Das müssen wir hier anschließen. Dort. Und dort. Und dort. Und dort. Oh, die läuft schon los. Dann müssen wir noch den Schweröl anschließen. Ah, da haben wir ein Problem. Das müssen wir bis hierhin rüberziehen. Dort. Und dort und dort. Wobei ich mir das hier spare und da das so durchhau. Genauso wie ich mir hier eigentlich zwei Stück sparen könnte. So. Und hier müssen wir jetzt tatsächlich. So. Schon läuft es. Jetzt muss das natürlich noch wieder nach unten geführt werden, an das Ressourcennetz zurück. Und das machen wir hier. So, diesmal machen wir es aber jetzt etwas schöner. So. Gut. Jetzt müsste da richtig viel Leichtöl entstehen.
Und das hauen wir uns hier oben wieder rein. Und das muss natürlich wieder zurück ins Petroleumnetz. Sprich, wir greifen uns das hier ab und ziehen uns das hier rüber. Und dann ab damit unterirdisch. Und ab da rein. Gut. Alles klar, die sind gut beschäftigt. Es ist wichtig halt, dass wir irgendwann so einen Überfluss an Leichtöl haben, aber gucken wir mal, was wir damit machen können. Wir haben immer noch die Möglichkeit, hier welches von zu bauen. Das wandelt einfach so ein Zeug in stapelbare Festressourcen um. Und darüber kann man dann einen ganzen Haufen. Oh, wir haben viel zu wenig Energie. Wir haben viel zu wenig Energie. Müssen wir hoffen, dass gleich Tag wird, dass hier das Solarmodul noch wieder ein bisschen mit reinpowert. Okay, können wir jetzt eigentlich diese Pumpen bauen? Elektrische Maschinenanlage fehlt immer noch. Schade. Aber weiter geht's. Wir müssen zusehen, dass wir wieder an die Forschung kommen, weil es geht kein Stück weiter. Und haben wir dafür jetzt alles? Wir haben die Batterien. Wir haben die intelligenten Dinger. Wir haben die erweiterten Schaltkreise. Wo haben wir sie? Wo produzieren wir erweiterte Schaltkreise? Nirgendwo. Dammit. Tatsächlich, wir produzieren noch keine erweiterten Schaltkreise. Gut, das ist auf jeden Fall das nächste. Dazu brauchen wir Kunststoff, Schaltkreis und Kupferkabel. Und kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier. 2, 4, 6. Elektrische Schaltkreise. Ich glaube, die sind als erstes in der Nähe. Wir brauchen mal wieder Scheiße. Sehr viele von denen und dafür bräuchten wir sehr viele Zahnräder, die wir natürlich wieder nicht haben. Was fehlt? Eisenplatten. Was auch sonst? Die hier. Gut, das reicht. Brauchen Teile. Brauchen hier mal einen Abzweig und so. Damit ist das erste Rohstoff da. Kunststoffstange und Kupferkabel. Heieiei, das wird, glaube ich, ganz schön weit weg. Kupferkabeln. Okay, das geht noch. Das ist direkt hier oben. Sprich hier. Reicht nicht. Reicht nicht. Natürlich nicht. Eisenplatten, wie immer. Ein paar neue sind aufgelaufen. Vielleicht sollte ich eine Produktion aufbauen für diese Dinger hier, für die, wie heißen die eigentlich? Unterirdisches schnelles Fließband. Aber eigentlich will ich das nicht.
So, Kupferkabel. Düt, einmal durch bis nach unten. Passt. Und das dritte war Kunststoffstangen. Und die sind natürlich ganz weit weg. Das heißt, wir kommen nicht drumherum, erstmal ordentlich Eisenplatten einzusammeln. Das tut zwar weh, weil die dann hier überall fehlen. Aber hilft ja nichts. So. Für wie viele reicht's? Für 7. Soll das ein Witz sein? Brauch mehr Zahnräder. Zahnräder. Gut, hier ist alles. Hier staut sich eh alles. Das ist gut. Weil dann wird da nicht so viel benötigt an Nachschub und es kommt nicht alles ganz zum Erliegen. Wie viel haben wir noch davon? Genug. Kunststoffstangen. Und wir brauchen noch eine Montagemaschine 2. Okay, das dauert jetzt leider ein bisschen. Die Montagemaschine 2, die kommt auf jeden Fall hier irgendwo hin. Mal eben abmessen mit der Auslieferung. Passiert irgendwo hier. Das heißt, die Maschine kommt dorthin und das Einladen passiert hier. Und dort, die Maschine kommt hier hin. So, was wollten wir hier produzieren? Erweiterte Schaltkreise. Und Strom. Wieso sind diese Masten immer so schnell alle? Das ist ja fürchterlich. So, Kunststoffstange. Kunststoffstange muss hier herangeführt werden. Und hier ist der Abtransport. Gut, dann laufen wir jetzt mal nach oben auf dieser Ebene, bis wir zu den Kunststoffstangen kommen. Ich parke das mal kurz hier. Oje, oje, das wird ja fürchterlich. Dieser Wald. Hau ab. Wo produzieren wir Kunststoffstangen? Hier. Richtig? Ja. Okay, dann ab in den Wald. Ab ins Beet sozusagen. Hier ist aber auch alles im Weg. Bäume, Büsche, Sträucher, was weiß ich noch alles. So, wo müssen wir hin? Dahinter noch weiter. Auf jeden Fall wird uns dann nicht das Holz ausgehen auf dieser Karte. So einen hatte ich nämlich auch mal. Da musste ich mal Ewigkeit laufen, wenn ich mal Holz haben wollte. Insofern ist das hier ganz angenehm mit dem Holz. So, gleich haben wir es geschafft. Noch ein bisschen. Das sollte genügen. Noch hier in den Wald rein. Okay. Das heißt, hier muss der Teiler rein.
der Teile. Und dann müsste es hier losgehen mit den unterirdischen Dingern. Und ich bin gespannt, ob es aufgeht. Es müsste aber genau passen. Das sieht sehr gut aus. Und ich fürchte, wir haben schon wieder zu wenig. Es hat nicht gereicht. Zwei Stück brauchen wir noch. Eins, zwei und noch einer, um hier durchzukommen. Wunderbar. So, wir laden ein. Und wir laden aus. Wo laden wir denn aus? Unten. Dort laden wir aus. So, wo bleiben sie, die Kunststoff? Achso, wir haben oben vergessen, das eine Stück Fließband zu setzen, damit die auch hier um die Ecke rumkommen. So. Und schon laufen die erweiterten Schaltkreise vom Band. Dann brauchen wir wie immer unsere Abgreifkiste. Und da ich weiß, dass die Produktion von den immer sehr lange dauert, werde ich da auf jeden Fall noch eine weitere Fabrik hinknallen. Weil schaut, wie langsam das dauert, bis so ein Teil hergestellt ist. Das geht nicht. Deswegen würde ich am liebsten sogar noch zwei weitere Maschinen dahinsetzen. So, einfacher Knickrahmenroboter. Gehen uns die tatsächlich aus. So, gehen wir mal wieder auf Ressourcen Einsammelrunde. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einfache Knickarmroboter. Und Zahnräder waren alle. Auch quasi wie immer. Wie schaut's aus mit Schaltkreisen? Haben wir noch? Rohre haben wir auch noch genug. Gut. So, ich denke, in der nächsten Folge wird es mal wieder Zeit, nach dem Energienetz zu gucken und natürlich erst die Forschung aufzubauen. Weil das wird langsam echt Zeit, dass wir da weiterkommen. Ist irgendwie gefühlt 6, 7 Folgen nichts mehr erforscht, seit wir hier angefangen haben, alles umzubauen. Und natürlich das alte alles abzureißen, weil das steht dann da jetzt ja unnötig rum. Wir produzieren erweiterte Schaltkreise. Oh, ich sehe schon, da gibt es schon die nächsten. Prozessoreinheit. Okay, ist aber, sieht nicht so schlimm aus. So. Kunststoffstangen sollten wir auch genug haben. Und los geht's. Wieso lädt er nichts ein? Hey, was mit dem? Interessant. Was ist mit dem? Leg los.
Was hat der hier für ein Problem jetzt? Oh, wir haben ein massives Stromproblem und deswegen ist das auch alles so langsam. Okay, schauen wir nochmal schnell, ob wir auf die Schnelle ein bisschen mehr Strom produzieren können. Oh, was eine Lauferei. Ich glaube, ich baue mir irgendwann hier aus Spaß ein Fließband hin, damit ich schneller zurücklaufen kann. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Kein nichts und gar nichts mehr. Wir haben keine Kohle. Keine Kohle, keine Kohle. Wir brauchen mehr Kohle. Wenn wir hier die Kohle abdrehen, haben wir zu wenig Kohle für die Schmelz. Scheiße, scheiße. Okay, das Wichtige ist jetzt aber trotzdem die Kohle für den Strom. So. Damit das wieder in Wallung kommt. Die hier, das wird sowieso irgendwann alles ersetzt durch diese Lichtbögenofen und die brauchen keine Kohle mehr. Gut. Die hier reiße ich schon mal ab. Die kommen nämlich in der nächsten Folge mit nach unten. Ebenso das ganze Zeug hier, da kann ich schon ein bisschen was einpacken. So, wunderbar. Das kommt langsam wieder in Wallung. Da kann ich mal kurz ein bisschen nachhelfen. Und selbst wenn ich da unser Holz verfeuere, was wir noch haben, das ist nämlich auch keine schlechte Idee. Das brennt nämlich genauso gut. Rinder. So. Jetzt läuft das nämlich wieder mit dem Strom. Und dann dürfte es auch nicht mehr ganz so schlimm sein mit unseren Maschinchen hier. Die laufen nämlich jetzt wieder eine ganze Runde schneller. Okay, wunderbar. Haben gut was geschafft in der Folge. Bisschen mehr Petroleum. Da müssen wir noch gucken, ob wir noch hier noch so einen weiteren Umwandler von leicht in Petroleum auf die Reihe kriegen. Schmiermittel haben wir jetzt einen ganzen Haufen und wir haben die erweiterten Schaltkreise, die Voraussetzung für die Wissenschaftspakete. Und damit haben wir jetzt auch alle Sachen zusammen und können direkt in der nächsten Folge starten mit der Forschung. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Kritik, Anregung, Feedback bitte unter das Video posten. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.